Ich hab da noch eine Frage zu Practice Roster, Scout Team. Vergleich sie immer gerne ein bisschen so mit uns. Ja? Wenn wir jetzt uns so vorbereiten auf, weiß nicht, wir haben Raiders Week und du hast bei uns Arbeit, Studium, du kommst am Abend auf die Ravelin, du bist ein bisschen müde, fertig und dann machst du Scout Raps und dann steht aber gegenüber ein Team 2 Spieler oder ein junger Nachwuchsspieler, der halt voll gasenig reinrennt und du bist eh schon mentally ein bisschen müde und dann willst du eigentlich nur noch nach Hause auf die Couch. Wie ist das dann auf dem Level? Du willst ja nicht zeigen, dass du Football spielen kannst. Du nimmst jetzt einen Scout-Rap und gegenüber steht, weiß nicht, ein 20-Million-Contract-Player, der zwar auch alles gibt, ja, aber der sich Aber auch eigentlich denkt, hey, chill will, du du kannst es schon Chiller, Alter. sagen. Der will halt Weißt du, was ich einfach meine? chillen. Chiller, Alter, Go through the weil motions, ich bin passt mitten in schon. einer Game Week und ich habe jetzt keinen Bock, aber du musst 120% geben, weil du willst sagen, Ja, dass du was drauf hast. voll, ja. Ja, das ist eine schwere Balance. Es gab eh, also Gab Stress? Marcus Golden Fetzt im Training? mag ich sehr, nein, mag ich sehr und das war auch einer, also der spielt D-Line und der hat mir auch viele Tipps gegeben und so, der ist super cooler Typ und viel Respekt für den auch. Aber mit dem hatte ich dann immer wieder mal so, keine Ahnung, also du machst halt, willst halt jeden Rap, wie gesagt, kriegst nicht einfach Raps, Raps, Raps in deinem Fall, sondern jeder Rap ist wichtig für dich, vor allem für mich, weil ich einfach viele Raps aufzuholen habe. Und dann gehst halt manchmal zu schnell oder weiß nicht, gefällt ihm halt nicht so und dann, ja, aber halt nichts Wildes. Also die sagen das dann halt und dann manchmal passiert es halt nochmal und dann sagt das halt ein bisschen lauter und so, aber es ist nichts Wildes. Das stelle ich mir Kommt schon da lustig vor. der ab und zu vielleicht der Wiener in dir durch, weil du gerade irgendwie so, okay, weiß nicht, passt schon, Alter, komm auf, irgendwie sowas. Nein, damit muss ich aber echt anfangen, weil ich glaube, das ist dann auch ganz witzig und löst die Situation sich auch sehr gut auf. Safe, einfach mal auf Deutsch beschimpfen. Voll, Ja, ja. einfach mal Das kann nicht ein schlecht sein. gutes, Oder einfach tolles sagen, wie Eure gern ich ihn einfetzen habe. habe. Er kann eh nichts Ja, sagen, das was ist das ja dann gar nicht heißt. Unterschied. Geil. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Wenn ihr das ganze Video schauen wollt, dann klickt jetzt hier. Und wenn ihr unseren Channel abonnieren wollt, müsst ihr hier klicken. Go Vikings!